Was für ein wunderschöner, verregneter Maimorgen. Verregneter Maimorgen. Ja, dir gefällt das natürlich mal alles. Ja, bist du wieder schlecht gelaunt, Jan? Ja, ich hab. Ach du, Roland, ich hab's so dick, du, wirklich. Ja. Ich bin in so einem Alter, ich würde am liebsten neu anfangen. Ich hab's dick, immer dasselbe. Ja, Midlife-Crisis. weißt, ich will neu, ich will im Grunde will ich raus. Ja, hat der Frau rausgeschmissen. Nicht, aber es ist immer, es zieht sich durch, es ist wirklich. Uah. Frauenhaus. Kennst du das Musst nicht? du ins Frauenhaus. Ins Frauenhaus, darf ich da Ja, überhaupt rein? du. Ja, nur weil ich so schön. Nein, das ist Nein, Roland. bitte. Das ist ja wirklich das Letzte, du. Nee, ich Also du will. musst abhauen. Ja. Untertauchen. Ja, einfach untertauchen. Neu. Weg. Ja, ein neuer Typ. Muss Ich bin machen nicht mehr. wie unsere Väter. Ja, wie? Fremdenlegion. Fremdenlegion, nein, ich will. 15 Jahre Morden und Schießen, anschließend kriegst du einen französischen Pass und sag mal, wie viel? Ich will, wenn nicht, du das überlebst. Ich will neu anfangen, nicht mich anstrengen. Ich will nicht erst mal jahrelang morden und schießen. Ich will jetzt gleich, dass es einigermaßen schön ist. Da machst du unsere Großväter. Ja, sonst also kann ich auch in meinem richtigen Leben bleiben. Und wie machen es die Großväter? Amerika, sind nach Amerika ausgewandert. Ich komme doch ohne Identität oder ohne stimmt. Pass komme ich doch nicht rein nach Amerika. Du hast doch schon ein Rad ab. Ja, dann machst du wieder Gérard Depardieu. Ja, wie das denn? Der ist zum Putin gegangen. Ach, will man den immer um sich rum haben? Ja, und Russland da in so einem Vorort da immer so. Also es ist noch viel verregneter als hier. Nee, habe ich keinen Bock. Ich will, Orban, ich, Orban. Ja, Vielleicht nee, nicht der Orban. Wie ist mein Ungarisch? Nein, ich will hier, wo es schön ist, wo ich mich auskenne, will ich neu anfangen. Ich will ein neuer Typ sein. Ich will ein neuer, nicht mehr Achim Winter, sondern neuer, toller. Ja, dann bleib heute hier und wir ganz anders. Ja, klar, aber wie? Ist ganz einfach. Wie? Mach's wieder François. Wer ist das jetzt? Das ist dieser Bundeswehrsoldat, dieser Rechtsradikale. Aha. Der ist ins Aufnahmelager nach Nürnberg, wo das BAMF sitzt. Und ja. Hat gesagt, der ist jetzt Flüchtling. Asyl. Ich als Flüchtling? Schau mich an. Ja, der hat ja so ausgeschaut wie du so. Ja. Also, aber der hat Französisch geredet, dann haben die Beamten beim BAMF gesagt, der spricht Französisch, das muss ein Syrer sein. Aber die haben doch, die lernen doch alle immer so ein paar Pocken Syrisch, also, damit sie, das ist gar nicht nötig. Französisch gar nicht, mon chéri. Schon bist du Asylbewerber aus Syrien. Also du musst nur eine fremde Sprache sprechen und zack, wirst du anerkannt. Ja, ja. Oder du machst dann Taliban, sagst, ich habe Bundeswehrsoldaten geschossen, da droht mir jetzt Kopf ab, mal hier, den Taliban wird geschützt. Und das sage ich auf Französisch. Du sagst davon. Ja, okay, aber du weißt ja, Roland, ja, das ist mir zu wenig Geld. Ja, was kriegst du denn da? Du kommst in so ein Lager und hast ein paar Kröten da auf der ja, Hand. 500 Euro. Ich brauche ein bisschen mehr. Ich brauche ein bisschen mehr. Naja, gut, ich könnte ja zusätzlich dealen, ja. Hm? Also, das ist jetzt offen ausländerfeindlich. Da muss ich mir wirklich dagegen wehren. Wieso? Ja. Das machen doch alle. Du kriegst die Kohle beim Dingenskirchen und dann dealst du neben am Hauptbahnhof, läuft das super. Da sind ganze Horden von Dealern. Heroin, da mache ich einfach mit. Ja, so stellst du dir das vor. Ja, so das einfach. Ist geil. Ja. Das ist eine Sorge da. Du kannst vielleicht das BAMF bescheißen, ja. Aber so einen ausländischen Drogendealerfürsten bescheißt du nicht. Der schaut dir an und weißt, was los ist. Und dann krieg ich. Dann kriegst du aber was. Du, mein Lieber, du. Bin ich zu weich? Ja, bist zu weich. Ja, gut, aber was mache ich denn? Habe ich zu wenig Geld zum Teufel? Dann bin ich da in dem Lager und habe kein Geld. Ja, mach's wieder, Amri. Ja, wie macht es der wir denn? Wir haben 14.000 Flüchtlingslager oder sowas. Doch gehst du zu einem zu anderen und 500 sind aber drin. Ach so, ja, dann hole ich mir Geld nicht nur bei mir da im Heim ab, ja. Sondern überall sonst auch noch. Da kann man ja, das kann man frei gestalten. Da kann man ja, ist ja nach oben offen. Ja, du musst ja deinen anderen Namen suchen. Ja, gut. Und wenn du richtig viel Geld brauchst, fährst du halt ein bisschen mehr rum ja. Und wie so ein Vertreter. Ja, das ist so. Das ist geil. Das ist das. Ein Handlungsreisender in Sachen. Und mein Name ist. Ahmad Karabinems. Und beim nächsten Jahr bei dem so und ja, dann so. Wieder Mustafa so. Da musst du halt eine Liste für. Oh, geil! Ja. Also genug Geld, immer Dach über dem Kopf und du kommst was das Beste ist? Ich meine, Midlife-Crisis vergeht ja wie das ja wie ein Haus, verstehst du? Die geht ja auch wieder weg. Midlife-Crisis vergeht, weil wenn du dann dich mit deiner Frau wieder versöhnst oder mit deinen Kindern wieder sehen bist, ja. Dann lass das alle einfliegen und sag, das ist jetzt der Familiennachzug. Ach, dann kriegst du noch mehr Geld. Ja, gut, aber ich habe natürlich. Das ist die einzige Methode, damit du für deine Familie Geld kriegst und nicht zahlen musst. Ja, warum will ich denn untertauchen? Ich will doch mehrere Frauen, ich will doch ein bisschen überall eine Freundin haben und so weiter. Roland. Ja, was ist das Problem? Ja, das gilt doch auch. Ach, das ist doch das Schöne. Diese monogame Christenehe, das ist doch absolut vorbei. Dann kann ich mich für die ganzen Weiber bezahlen lassen. Ah ja, so schön ist das, gell? Das ist geil. Ja, siehst du das? Jetzt lacht er wieder der Winter. So muss es sein. Prost.